1984 entdeckten zwei Torfstecher eine Leiche in einem Moor nahe Cheshire, England. Die Behörden nannten die Leiche Lindowman. Sie wies schwere Verletzungen wie Schädelfrakturen und Würgemale auf. Aber das Erstaunlichste an dieser grausamen Geschichte war, dass man solche Details an einer über 2000 Jahre alten Leiche feststellen konnte. Normalerweise wären solche Verletzungen nur wenige Wochen nach der Beerdigung kaum noch zu erkennen. Warum also war diese Leiche so perfekt erhalten? Und warum bleiben nicht alle Leichen in diesem Zustand? Die Antworten auf diese Fragen findet man 2 Meter unter der Erde. Es mag dort unten zwar nicht viel nach Leben aussehen, aber nur ein Teelöffel Erde enthält mehr Organismen, als es Menschen gibt. Von Bakterien und Algen bis hin zu Pilzen und Einzellern beherbergen Böden ein Viertel der Artenvielfalt der Welt. Die wohl wichtigsten Bodenbewohner sind wahrscheinlich Mikroben, Organismen, die nicht größer als einige hundert Nanometer sind und alles tote und sterbende Biomaterial des Planeten zersetzen. Stell dir mal einen Apfel vor, den du im Wald fallen lässt. Sobald er mit dem Boden in Berührung kommt, fangen Würmer und andere Wirbellose an, ihn zu zersetzen. Sie ziehen Nährstoffe aus dem, was sie verzehren, und scheiden den Rest aus. Diese erste Phase der Verwesung bildet die Grundlage für die Mikroben. Welche das sind, hängt von der Umgebung ab. Auf Wiesen und Feldern gibt es zum Beispiel mehr Bakterien, die Gras und Blätter abbauen können. In unserem gemäßigten Wald sind es dagegen mehr Pilze, die in der Lage sind, komplexe Holzstoffe aufzuspalten. Auf der Suche nach Nahrung in den Apfelüberresten geben die Mikroben Enzyme ab, die eine chemische Reaktion namens Oxidation auslösen. Diese spaltet die Moleküle der Biomasse auf. Es werden Energie, Kohlenstoff und Nährstoffe in einem Prozess namens Mineralisierung freigesetzt. Nun verzehren die Mikroben den Kohlenstoff und Teile der Nährstoffe. Überschüssige Stickstoff, Schwefel, Calcium und andere Moleküle bleiben zurück. Je mehr die Insekten und Würmer vom Apfel fressen, desto mehr Fläche liegt für die mikrobiellen Enzyme zum Oxidieren und Mineralisieren frei. Sogar deren Ausscheidungen werden von Mikroben verwertet. Das geht so lange, bis der Apfel nicht mehr da ist. In einem gemäßigten Wald dauert dies 1 bis 2 Monate. In warmen, feuchten Umgebungen leben mehr Mikroben als in kalten, trockenen, sodass Dinge schneller zersetzt werden. Und weniger komplexe organische Stoffe werden schneller abgebaut. Mit der Zeit werden jedoch alle organischen Stoffe zu mikroskopisch kleinen Mineralstoffen zerlegt. Die atomaren Bindungen zwischen diesen Molekülen sind jedoch zu stark, um sie weiter aufzuspalten. Stattdessen ernähren diese Stoffe Pflanzen, die wiederum Früchte tragen, die irgendwann zersetzt werden. Dieser stetige Kreislauf von Entstehung und Zersetzung ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Es gibt jedoch Umgebungen, die für diese multifunktionalen Mikroben zu lebensfeindlich sind, darunter die Torfmoore nahe Cheshire in England. Torfmoore bestehen meist aus stark sauren Bleichmoosen. Diese Pflanzen versauern den Boden und setzen eine Substanz frei, die sich mit Stickstoff verbindet und dem Boden Nährstoffe entzieht. In den kalten nordeuropäischen Temperaturen können die meisten Mikroben unter diesen Bedingungen nicht gedeihen. Da sie nicht abgebaut werden, türmen sich abgestorbene Moose auf und verhindern, dass Sauerstoff ins Moor gelangt. So entsteht ein natürlich versiegeltes System. Alles organische Material, das in ein Moor gelangt, bleibt dort zurück, wie auch der Lindowman. Die Säure des Moors war stark genug, um einfaches Material wie Knochen aufzulösen, und sie färbte komplexere Gewebe wie Haut und Organe pechschwarz. Ansonsten ist die Leiche aber so gut erhalten, dass man erkennen kann, dass er gesund, Mitte 20 und wohl gut situiert war, da kaum Anzeichen harter Arbeit sichtbar sind. Wir kennen sogar die letzte Mahlzeit des Lindowmans, ein noch unverdautes Stück angebranntes Brot. Über die Umstände seines Todes ist man sich weniger sicher. Kaltblütiger Mord ist zwar nicht ausgeschlossen, aber die extremen Verletzungen deuten eher auf eine rituelle Opferung hin. Schon vor 2000 Jahren waren Moore für ihre beinahe übernatürlichen Eigenschaften bekannt. Der Boden unter den Füßen ist dort weder tot noch lebendig. Lerne mit diesen Videos noch mehr und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.